Bei dieser Sendung hier weiß man nie, wie sie ausgeht, aber eigentlich weiß man mittlerweile schon ganz gut, wie sie beginnt. Denn wir spielen heute die Babyeierleichten 5. Die Babyeierleichten 5, das sind 5 sehr, sehr einfache Fragen, die es euch einerseits leicht machen sollen, die ersten Erfolgserlebnisse einzufahren und andererseits dafür sorgen sollen, dass ihr euch vor ganz Deutschland blamiert und der Boulevard was zu schreiben hat. Ich stelle euch jetzt 5 Fragen. Wenn ihr die Antwort wisst, dann, ihr kennt das, schreibt ihr sie auf und jede richtige Antwort gibt logischerweise einen Punkt. Alright? Ich pendel heute die Antworten. Ich habe bewiesen in der Staffel, dass ich wirklich der wirklich dümmste Promi bin. Der Einzige, der es nie irgendwie nach da vorne geschafft hat. Vollhorst, kann man auch dazu sagen. Fari. Ja. Und ich habe auch heute keinen Bock auf Publikum. Normalerweise habe ich eine geile Connection zu euch. Wait, nur weil du letzte Woche da oben jemand saß, der dir immer falsche Antworten gegeben falsch hat und du dann jedes Mal wieder auf die Person reingefallen bist und nach der Sendung kam er, der hat immer falsch vorgesagt. Hab ich dann so, dann hör halt nicht auf ihn, da sitzt jemand und macht ein A. Und hat sich einen Spaß daraus gemacht. Nein, das war so ein altes Pärchen. Die sind hinterher noch zu mir gekommen und haben sich entschuldigt, weil die mir die ganzen Fragen, sonst hätten die die Sexguru, das waren die Anwälte von ProSieben, die haben nämlich die Sexguru. Stimmt, die Theorie hattest du auch noch, ja, dass deine Show zu krass ist. Wenn hier irgendwelche Anwälte von ProSieben sitzen und mir wieder falsch vorsagen, ey, damit die Sexguru-Sendung nicht gemacht wird. Das war eine ernste Theorie von ihm. Warum heißt es denn Babyeier? Babyeier leicht. Weil die ganz klein und leicht und so sind. Das ist nämlich auch schon die erste Irreführung. Das sind dann so fiese Fragen, dass wir so gebrochen sind nach der ersten Runde schon. Guck mal, und die letzten sind ganz Trottel einfach aussehen. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Okay, und zwar, Überraschung. Nennt ein Film von mir. Ja! Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Freunde. Film, weil das habe ich nämlich erfasst. Warte mal ganz kurz. Gilt auch was noch Fari, kommt? Fari, du bist mein einziger echter Kollege hier. Kurz. Was soll denn das? Gilt auch was noch kommt, was erst noch kommt? Nein. Doch, bitte, was auch noch kommt, also was erst noch kommt. Nee, das weiß man nie so genau. Boah, ich weiß aber, was kommt mit uns beiden. Mit nein. Uns beiden. War klar, logisch. Nein. Hast du gerade abgeguckt? Nein, von dir doch nicht. Was soll das ich denn Ich bin professioneller heißt? Player, Mann. Ich guck nicht von... Okay, ihr müsst einen Titel müsst ihr. Natürlich. Fari. Babyeier leicht. Fari, wenn du das nicht weißt, ne, dann wirst du auch in Zukunft keinen Film mit Nilam drehen, glaube ich. Echt jetzt. So, ich schließe dann langsam mal die Runde, weil... Fari, hast du aufgeschrieben? Fari meditiert. Schläfst du? Entschuldigung, ich meditiere. Ja, ich habe, warte, ich muss es kurz. Du hast es aufgeschrieben, ja? Ja, ist richtig. Gut. So. Das ist blöd, weil es kann nur ja und nein. Das war auch nicht gedacht für diese Runde hier. Das muss man aber netterweise vielleicht, das ist wirklich, du hast uns allen ein Geschenk gemacht. Ihr habt das mitgebracht. Ja, weil du ein großer Pendel-Fan bist und wir uns darüber unterhalten haben. Und du hast uns allen zum Abschied ein Pendel geschenkt heute. Ja. Und wir haben uns gerade eben alle drei zusammengeschlossen. Und ich war so, ja, ich hatte Tränen in den Augen. Kein Witz. Ja, das, ich klinge immer ironisch, aber ich meinte es ernst. Das meinte er wirklich ernst, hat er mir genauso gesagt. Und ich war auch richtig gerührt. Ihr seid sehr süß, aber es bringt euch gar nichts. Weil wir decken jetzt nämlich alle gleichzeitig auf. Ich möchte allerdings dazu sagen, dass ich 4 Sachen aufgeschrieben habe. Du hast wirklich 4 Sachen aufgeschrieben. Der Streber haben wir hier richtig gern. Das ist gut, heute bist du mal so wild auf die Wildcard. Also. Ich finde das super. Ich glaube, es sind alle 4, die ich jemals gemacht habe, wahrscheinlich. So, das gibt auf jeden Fall einen Punkt tatsächlich. Olli? Contra, das gibt einen Punkt. Dankeschön. Was hast du auf dich? Contra. Geiler Film, habe ich gesehen. Echt jetzt. Joko hat auch Contra aufgeschrieben. Contra. Das ist richtig. Danke. Ein Punkt. Fari hat auch so getan und dann Contra aufgeschrieben. Dankeschön. Das ist Zufall. Dankeschön. Was willst du von mir? Ja, gar nicht. Wenn du abguckst, dann musst du nicht so. Warte, wer hat von wem abgeguckt? Keiner von wem. Moment. Du bist hier rumgetigert. Der hat bei mir geguckt. Ich muss immer mal aufstehen. Habe ich gesehen.
Was? Ich habe gesehen, was wollt ihr denn auf einmal von mir? Echt jetzt? Ich möchte doch einfach nur kurz drauf. Hey Leute, peace. Nur weil ihr die gleichen Outfits anhabt. Ich habe gesehen, wie du hier rumpederst. Ja, ich darf mal rumgehen, ich habe Rücken. Und dann habe ich extra groß geschrieben, weil ich weiß, dass du schlechte Augen hast. Die zweite Frage lautet: Schaut mal an euch hoch und runter. Mhm. Welcher ist der längste Knochen im menschlichen Körper? Knochen. Könntest du mal bitte dich hinstellen? Ey, was denn? Guck mal. Ich wollte jetzt einmal, weil wenn ich sitze, Alter, ich schreibe super klein. Laura, hast du aufgeschrieben? Nee, noch nicht. Okay. Müssen wir den kennen? Lateinischen Namen, richtig. Nein, einfach nur, wie der Knochen heißt. Wäre aber auch kein Problem. Ja. Warte mal, lass mich doch mal gucken. Knochen, ne? So schlecht. So schlecht. Nee, wer auch sonst nicht. Könnte sein, dass ich heute mit deinem Fuß noch da reintrete in die Wand. So. Weil meine Nase ist ziemlich groß. Du hast aufgeschrieben, Olli? Ich habe aufgeschrieben. Dann kommt ihr langsam mal zum Ende hier. Ich nehme Nase, ist egal. Hast du, Farid? Ja. Gut. Jetzt möchte ich wissen, ob das funktioniert. Wir fangen mal an mit Laura. Laura, was hast du aufgeschrieben? Ich habe das Wadenbein aufgeschrieben. Das Wadenbein? Ja. Wie lang ist das deiner Meinung nach? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich nur, ich wollte halt nicht abgucken, deswegen. Ja. Ganz fair, dann was. Das ist total löblich, es ist trotzdem leider falsch. Ja, habe ich mir gedacht. Sorry. Wusste Olli es besser? Ja, ich habe nämlich nicht abgeguckt. Oberschenkelknochen. Der Oberschenkelknochen? Ja, ich glaube, das ist der längste. Zeig mal, von wo bis wo der geht. Von da bis da. Okay. Ich meine, der ist lang, meinst du? Ich bin mir relativ sicher, weil ich auch medizinische Ausbildung gemacht habe. Im SM-Club. Olli, das ist korrekt. Ja! Das ist richtig. Joko? Ich habe jetzt nicht Knochen dazu geschrieben, ich habe jetzt einfach nur Oberschenkel geschrieben, aber weil die Frage nach des... Fair enough, korrekt. Aber es ging noch um den Knochen. Oberschenkel ist ja jetzt, also ich würde es nicht, ganz ehrlich. Ja. Es ist wirklich okay. Hat er recht. Nee. Ja. Hat er recht. Oberschenkel ist ja wie heißt das der Knochen? Oberschenkel. Das ist ja kein Knochen. Oberschenkel. Knochen, ja, aber nicht Oberschenkel. Es ist okay, bitte. Ja. Einer muss, ich muss jetzt nee, es ist okay. du musst schon Oberschenkel knochen. Was hast das geht heute schon mit so einer mega komischen Energie hier alles. Du hast nur Oberschenkel. Ja, ja, das reicht halt. Er hat auch nur Oberschenkel. Was hat er da? Er hat auch bei nur Farid. Oberschenkel gesehen. Ja. Okay. Ist mit diesem Perversbuzzer oder wie der heißt, so bekloppt. Ist wie so ein Maulkorb. Der war doch noch gar nicht im Einsatz. Ja, aber ich denke die ganze Zeit, der kommt gleich, weil ich die ganze Zeit laut solche Dinge denke. Was denn? Und ich weiß nicht, was ich davon ausspreche und was einfach drin bleibt. Was denkst du denn so für Wörter? Oberschenkelknochen. Sehr gut. Nächste Frage. Wie bezeichnet man eine weibliche Ziege? Ach so, ich dachte schon. Fari, du musst wirklich zum Arzt. Ich weiß nicht, ob du beim Zahn... wirklich. Ich bin Arzt. Warte mal. Eine weibliche Ziege. Wer weiß es hier im Publikum? Na, guck mal, gar nicht mal so viele. Gar keiner? Nee, warte mal. Echt nicht? Ganz wenige nur. Da ist jemand, okay. Ziege einfach. Ihr habt aufgeschrieben? Olli, du hast, Laura? Das ist eine Trickfrage. Sprecht ihr euch ab? Nee, wir unterhalten uns. Nee, wir unterhalten uns einfach. Wir unterhalten uns privat über. Komplett anderes. Ist das eine Trickfrage? Ja, wir haben uns beide gefragt, ob es eine Trickfrage ist. Sag doch mal. Ich schließe jetzt mal die Runde. Hast du, Fari? Nee, ich will noch korrigieren. Dann gut. Das geht nicht. Joko. Ich auch. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe ganz intuitiv Zicke aufgeschrieben. Zicke? Nein, aber weil es gibt das Zicklein. Das ist eine kleine Zicke. Und Zicke, es Ziege. Gibt einen Geißbock. Das ist quasi ja das Männliche. Okay. Und eine, weiß ich nicht. Weil deine Antwort ist einfach nur korrekt. Ah, scheiße. Richtig. Zicke? Zicke. Mist, ja, klar. Was hast du?
Ich habe Geiss geschrieben. Geiss. Das ist so blöd. Robert, oder wer? Aber es ist ja ein Geißbock. Ja, aber ein Geißbock ist ja der Bock zur Geiß, dachte ich. Also, weißt du? Ja. Ah, ja, okay. Ja, ich verstehe die Herleitung. Ja. Oh nein. Olli? Ja? Hm. Falsch? Ist richtig. Ist richtig, oder? Ja. Ist richtig. Ist tatsächlich aber richtig. Wieso ist denn sein? Ja, wer meinst du auch richtig? Es gibt mehrere. Es gibt mehrere Bezeichnungen. Aber wie heißt das dann? Der, ja, die Geiß, oder? Die Geiß, ja. Die Geißen, das kennt man auf dem Fernsehen. Sehr gute Faustregel. Ne? Fari. What you got? Zicke. Hast du? Ja. Du hattest wirklich Zicke aufgeschrieben. Ich bin auf die Zicke. Das ist richtig. Das ist richtig. Ist richtig? Hast du Zicke aufgeschrieben? Zicke. Laura? Das ist so blöd. Ich hatte mal als Kind ein T-Shirt, da stand drauf Zicke Laura. Aber ist mir nicht eingefallen. Was hast du geschrieben? Ich habe einfach Ziege geschrieben. Ich dachte, das wäre... Ja, genau das haben wir auch gedacht. Ja, ich dachte... Ja, weil das könnte auch so eine miese Trickfrage gewesen sein. Ja, habt ihr richtig gedacht. Das ist auch korrekt. Ja. Boah. Das war fies. Ja. Aber... Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das klingt so, als wenn man Ziege nennen kann, wie man will. Ja. Das stimmt einfach immer. Ja, Blubber. Blubber. Ich habe Blubber geschrieben. Robert, Ottmar, Sarah, was man will. Blubber, auch richtig. Nenne die offizielle Hauptstadt eines afrikanischen Staates außer Kapstadt. Hä? Kapstadt ist nicht die Hauptstadt. Also, sehr gute Arbeit. Und gute Mama, Arbeit, Leute. Die Hauptstadt? Ja, wirklich richtig gute Arbeit, ey. Lieber Jokul, bist ja ganz schlauer. Aber die Wahrheit ist, dass Südafrika drei Hauptstädte hat. Haben wir alles recherchiert, deine Redaktion. Aber schöne Grüße, ciao. Kapstadt. Na, wie sind denn die anderen beiden? Dann ist das ja die Lösung. Ja. Drei afrikanische Hauptstädte. Nee. Nenne die offizielle Hauptstadt eines afrikanischen Staates außer Kapstadt. Habe ich noch nie von gehört. Ich will dich nicht schreiben, so eine Scheiße. Ich will auch nicht abgucken, ich habe schon eingeloggt. Ah ja, ist richtig. Jetzt hört mal auf abzugucken. Olli. 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 Wer stiehlt mir die Show, ist kein Teamsport. Wir decken euch alle zusammen auf. Schauen mal, was ihr habt. Laura, was hast du? Also, ich war mir jetzt unsicher, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, ob Staat das gleiche wie Land ist. Also, das ist ultra peinlich, sorry. Nein, das geht vielen so, ganz aber ehrlich. Aber die, also die Hauptstadt von dem westafrikanischen Land Togo ist Lomé. Das ist sowas von korrekt. Ich liebe dich. Mein Freund kommt aus Togo. Ah, mega. Sonst hätte ich das nicht gewusst. Hast du ein Glück? Ah, ich hätte noch eine bessere gehabt. Scheiße. Olli, kommt dein Freund auch aus Togo? Hey, aber Ägypten ist ja auch nordafrikanisch, deswegen habe ich Kairo genommen. Ja, ist richtig. Dankeschön. Bist du korrekt? Joko? Ich ärgere, es ist verrückt. Ich habe auch Lomé, aber ich ärgere mich fast, weil Madagaskar ist Antananarivo, was ein wahnsinnig toller Name ist, den hätte man auch schreiben können. Aber ich habe Lomé aufgeschrieben. Witzig, aber wir haben das Gleiche. Ist natürlich richtig. Wir haben auch das Gleiche. Fari. Haben wir das Gleiche? Ja. What? Du hast aber auch Kairo genommen? Ich habe auch Kairo, ja. Ja, das ist natürlich sehr Zufall. Richtig. Ich hab's nicht. Und, also unter uns, war das ein ehrlich erworbener Punkt? Bei mir ja. Mehr sage ich nicht. Also ja, bei mir ja. Okay. Bei dem. Du bist so eine Lügenfresse, Alter. Echt jetzt? Wasser! Sitzt dann mit der umgehängten Gardine und machst du auf Sexguru und redest mir hier bei mir hier alles und so. Echt jetzt? Du bist ein richtiger Trickbetrüger. Ey, lass mich. Olli, das ist aber auch eine Verwarnung. Ich hab so weiche Haut. Was habe ich denn gesagt? Sollen wir wieder reinhören in die Dinge, die du so sagst? Nein, wollen wir nicht. Die ersten fünf Folgen habe ich dich so als warmherzigen Menschen kennengelernt. Jetzt ist alles vorbei. Voll die Despotin auf einmal, wirklich. Heute ab sehr aggressiv. Stell die nächste Frage nett, okay? Prügelstrafe eingeführt heute, oder was? Nee, dieses Quizcover macht einen aggressiv. Man will da rauf. So. Egal. Sind wir bereit für die nächste Frage? Ja, das wäre nett. Ja, finde ich auch. Wie viele Flächen hat... warte, ich wollte es nett sagen für Olli. Olli, ja. Wie viele Flächen hat ein geometrischer Zylinder? Das finde ich süß, wenn du so mit mir redest. Aber die Frage ist scheiße. Die Stimme ist nett, die Frage ist nicht so nett.
ein symmetrischer was? Zylinder? Geometrischer Zylinder. Wie viele Seiten hat ein geometrischer Zylinder? Nee, Flächen. Wie viele Seiten hat ein Geometrischer Zylinder? Ja, wie viele Seiten hat der denn? Ich hab da ja. null Ahnung. Ist es. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht, ein geometrischer Zylinder. Ich bin leider dumm geboren. Nein, bist du nicht. Ich versuche. Wir sind alle dumm geboren. Ja. Ich versuche mich durch die. Hast du irgendwas aufgeschrieben? Ich bin immer dümmer geworden. Hätte ich was Richtiges. Könnte ich was Richtiges lernen? Hätte ich was Richtiges gelernt? Olli, wir warten auf dich. Schreib auf. Schreib auf, was du denkst. Der. Ja. Das ist der. Und dann so? Nein? Gut. Oh! Dann fangen wir an mit. Nee, mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Nein, mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Okay. Was hast du denn? Was war denn der Geistesblitz? Ich bin davon ausgegangen, dass der Zylinder ist ja so und dann hast du quasi den Mantel, ne? Bei dem hier, ne? Und dann hast du unten auch noch die Fläche 2, aber ein Zylinder ist ja, das ist mir da gerade auch eingefallen, Hubraum ist ja auch Zylinder. Gib doch zu, dass du einfach abgeguckt hast. Ich habe das gleiche geschrieben, 3. Du hast doch erst. Ja, und ich hab dann auch, also nochmal, der Hubraum im Auto ist ja auch ein Zylinder, ne? Und dann geht der Kolben da rein und raus. Entschuldigung, was? 3 habe ich geschrieben. Hey. Das ist korrekt. Was hat denn der Rest geschrieben? 3 hat Olli als Wort. 3, Fari und Laura hat... Erlohnt sich das Mathe-Lehramtsstudium? Oh. 3. Oh, 3. Sehr gut. Auch 3, das bedeutet, alle bekommen einen Punkt. Richtig gut, Leute. Gut, das waren die Baby-Eierleichten 5.